Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu der neuen Folge Minecraft Ender Games. Wir spielen heute auf der Map, hier. Ich weiß gar nicht, auf welcher Map wir heute spielen. Auf jeden Fall sieht sie sehr nach Swampland aus, aber ich bin mir da auch nicht sicher. So, und jetzt hoffe ich, dass wir... Ah, perfekt. Oh, schade, die Heiltränke haben wir leider Gottes nicht bekommen. Das ist aber doof, das ist richtig doof. Ich hole mir hier mal direkt einen Baum. Danke, dass du mich wegwerfen möchtest, du kleiner Spasti. Er will mich einfach wegwerfen. Er denkt sich einfach so, YOLO. Aber nee, nee. So geht das nicht. Aber statt dass er mich einfach wegwirft, lässt er mich einfach auf seinem Kopf oben. Er dachte wohl, mir gefällt das. Aber nein. Mir gefällt das nicht. Das mag ich überhaupt nicht, wenn mich Leute einfach so auf seinem Kopf rumtragen. Ja. So, gut. Jetzt hoffe ich mal... Oder Plains? Ich meine, hier ist schon alles sehr, sehr flach. Naja. Ich hoffe, dass wir jetzt noch schnell eine Kiste finden mit Eisen oder Diamanten. Denn ich bräuchte ein bisschen Stuff, ne? Das wäre schon ziemlich swaggy. So, hier ist gleich jemand. Der wird mich sowieso töten. Und falls ihr jetzt denkt so... Oh, ich habe seine Werkbank abgebaut, ich bin cool. Nein, du bist überhaupt nicht cool. So, jetzt hau ich erstmal ab. 57 Blöcke ist da vorne jemand entfernt. Ich sehe ihn auch schon. Ich glaube, die machen sogar Team, die Leute da vorne. Nee, die machen kein Team. Sergeant Furz war der, der vorhin die ganze Zeit geschrieben hat, lass Team machen. So, der ist down, aber der hat ein bisschen geleckt. Oh, und der ist auch down. Okay. Der hat wohl nicht sehr aufgepasst. So, schnell weg, 51 Blöcke. Dann würde ich sagen, rüsten wir uns direkt aus. Holen wir uns hier gleich mal ein bisschen Erfahrung. Und ab dem nächsten Port werden wir uns auf jeden Fall gleich ein Eisenschwert craften. Denn wir brauchen ein bisschen eine bessere Ausrüstung. So, ganz viele Leute von euch haben sich Endergames gewünscht. Und dann dachte ich mir so, wenn ihr euch Endergames wünscht, dann mache ich gern mal eine Endergames-Runde. Und so, und ja, das Problem ist einfach nur, Leute, ich versuche ja jeden Tag Videos zu machen, nur das neue WoW-Addon ist draußen und da stecke ich einfach so viel Zeit rein und ich weiß, das ist manchmal echt unvorteilhaft sowas und das soll ich auch nicht machen und deswegen versuche ich jetzt jeden Tag ein bis zwei Videos zu machen am Tag, werde jetzt auch ein bisschen vorproduzieren, weil... Ich finde es halt einfach schade, wenn ich das nicht durchhalten würde. Dann wollte ich euch noch sagen, mache ich mit Marek wahrscheinlich ein Projekt. Also er ist bei Marek, den kennt ihr bestimmt alle. Das ist nämlich so ein richtig sweeter Boy. Und mit ihm würde ich dann so ein Challenge-Projekt machen, mit dem wir dann zum Beispiel, ja... Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben ihn einfach gelegt, weil wir Teleporter waren. Und der hatte einfach mal eine Dia-Rüstung. Das hätte er nicht machen müssen. Das sah für ihn jetzt natürlich mega aus, als würden wir hacken. Aber, nee, nee, wir sind keine Hack. Wir sind keine Hacker. Sowas machen wir nicht. So, eine Werkbank. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn mich jetzt so jemand getötet hätte, ich hätte den jetzt kein einziges Mal getroffen, dann hätte ich auch gedacht, das wäre ein Hacker. Aber... So ist die Welt. Gut. Dann haben wir hier noch ein bisschen Erfahrung. So, die behalte ich mir auf. Was könnte ich dann brauchen? Enderperlen. Pfeile habe ich genug. Was könnte ich denn noch brauchen hier? Oh, oh. Wir wurden geportet. Und er war tot. Das waren schon wieder solche Teamer, die dann aufeinander gewartet haben. Ey, Leute, das ist echt uncool. Das ist uncool und deshalb nehme ich in letzter Zeit nur noch das Kit. Das liebe Kit. Das liebe Kit. Hier. Wie heißt dieses Kit? Hier, Teleporter. Einfach nur aus dem Grund, da man an solchen Typen, die einfach teamen und dann irgendwie quasi dir somit das Spiel kaputt machen. Ich meine, natürlich ist hier Team erlaubt. Ich habe hier auch schon in Ender Games geteamt, ja. Mit meinen Freunden, ist ja klar.
aber es macht halt das Spiel ein bisschen kaputt, wenn die dann so aufeinander warten und dann, man hat halt fast keine Chance, außer man ist so wie ich, schlau und ist Teleporter. Denn es leben drei Leute, stellt euch jetzt mal vor, die machen ein Team und ja, wird es sich nicht lohnen für die. Denn wenn die jetzt aufeinander warten, der eine ist dann fix tot. Und wenn ich im günstigsten Zeitpunkt ever überhaupt geportet werde, dann haben die meistens keine Chance. Also das ist sowas, was ich wirklich sehr, sehr cool finde. Und ja, so, jetzt gucke ich mal hier eine Angel. Ja, die ist natürlich geil. Ich möchte ein bisschen mehr Angel-PvP betreiben, das wisst ihr alle schon. Und das PvP-Turnier ist letztes Video ziemlich gut angekommen. Und ja, deswegen wollte ich fragen, ob ihr mehr solche PvP-Turniere wollt. Es haben sich eben ganz viele Leute Ender Games und Survival Games gewünscht und zwei Videos am Tag. Deswegen werde ich schauen, dass sich das irgendwie ausgeht, dass ich vielleicht jeden Tag ein Ender Games und ein Survival Games Video bringe. Bei solchen Videos... Oh, 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 jetzt könnte ich abstauben gehen. Und es leckt. Es hat einfach bei mir geleckt. Was soll der Scheiß? So. Und jetzt muss er sterben. Zack. GG. Ja. Der war zwar... Oh. Lekaku. Er hat sofort das Spiel geliebt. Du Abstauber. Oh. So ist das Spiel. Ich könnte jetzt nicht warten. Aber er hatte ja noch einiges an Life. Ich habe ihm ja einige Hits gegeben. Aber das war eine echt mega schnelle Runde. Hätte nicht gedacht, dass die so schnell hinhaut. Und viele von euch ich kann nicht mehr reden, Leute. Ich bin einfach schon zu lange wach, ne? Ich spiele zu lange WoW. ganz viele Leute von euch haben gesagt, ja, ich finde das Texture-Pack cool und deswegen werde ich das jetzt öfters benutzen. Ja. Ich werde jetzt halt einfach versuchen, hier irgendwie jeden Tag eine Runde Ender Games und eine Runde Survival Games aufzunehmen. Und wenn das dann klappt, dann kommen jeden Tag zwei Videos und das würde mich sehr, sehr freuen. Ihr könnt euch natürlich in den Kommentaren wünschen, mit wem ihr alles hier Leute wollt. Oder vielleicht, wenn ich mit Marek dieses Challenge-Projekt mache, wo es dann Strafen gibt, dann wahrscheinlich auch, dass das Projekt dann einmal in der Woche kommt und dann gibt es einmal eine Strafe oder sowas. Kein Plan. Das werde ich euch auf jeden Fall alles noch erklären. Außerdem, stimmt, ich hätte heute mit Facecam aufnehmen können. Zack, habe ich aber vergessen. Nächste Folge werde ich dann versuchen, mit Facecam aufzunehmen. Ich liebe euch hier. Hier ein Herz für dich. Für euch alle. So, Leute, ich würde sagen, haut rein. Macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ciao.